Halli, hallo, hallöchen, da sind wir wieder. So, ihr Lieben, wir wollen jetzt mal weitergehen. Wir hatten hier ja eine Mission auf der Weltkarte. Besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast, dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dahin reisen. Das ist sehr schön. Das können wir da aber nicht. Wir müssen da hoch. In den Norden. Also auf in den Norden, ihr Lieben. Ich muss mal gerade gucken. Ja, wir sind bewaffnet. Das ist in Ordnung. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen lang gehen. Yeah. Auf und davon. Oh, und natürlich sammeln wir nebenbei noch Blümchen. Blümchen sind immer wichtig. Blümchen kann man gebrauchen. Ja. Ja. Hier sind gerade keine Blümchen. Das ist egal. Dann lassen wir uns nicht aufhalten. Und hopp, hopp, hopp. Na. Oh, was haben wir denn da? Oh. Oh, der war schön. Der war schön. Ja. So. Wir waren fleißig. Wir waren effektiv. Wir durchsuchen den Wolf und nehmen den Wolfspelz mit. Der Pfeil ist hinüber. Na gut. So, wir müssen hier in den Norden. Das... Ah, ist eine Kurve. Okay. So, dann wollen wir hier natürlich weitergehen. Das Wandern ist des Jägers Lust. Wir sind aber kein Jäger, wir sind ein Krieger. Aber wenn wir vom Viehzeug angegriffen werden, dann werden wir ganz schnell zum Jäger. Oder zum Gejagten. Das werden wir noch sehen. Na gut. Wer seid denn ihr? Unwichtig. Wir nehmen die Abkürzung. Querfeldein. Querfeldein für den Sieg. Deine Ausdauer ist niedrig. Dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe ausführen. Trinke einen Trank oder warte, bis deine Ausdauer wiederhergestellt ist. Ja, schön. Ja gut, dann gehen wir halt langsamer. Ne, so regeneriert sich relativ flott. Wow. Wow, was ist er denn? Jetzt! Ich habe sie wohl verscheucht. So? Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Ja, natürlich. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Nein. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das klingt sehr schön. Kann ich euch bei... Das klingt nach reiner Zeitverschwendung. ja, kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. In wo bitte? Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Dann Glück, wenn ihr zu ihm geht. Sollte ich ihn vielleicht nicht besuchen. Na gut, wir gucken mal. Okay, was haben wir hier? Oh, Kartoffelpflanzen. Da können wir auch sammeln. Ja, sammeln. Sammeln wie die Wilden. Oh, wartet mal. Den Riesen. Na, wir kriegen zumindest ein paar Pfeile wieder. Das ist in Ordnung. So, wir müssen jetzt aber trotzdem... Oh, Kohl können wir auch sammeln. Dü-dü-dü, wir sind mal so... Wir klauen nicht, wir helfen dem Bauern, sein Feld zu bestellen. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich was anderes vorhabe, als zu helfen. Ne? Ja. Wäre doch gelacht. So. Dann... Ah, Blümchen. Meine Blümchen. Was sind denn das? Bergblumen. Schöne Bergblumen. Okay. So, dann haben wir hier noch. Ich habe irgendwas von Weißlauf entdeckt. Ach, die Stelle. Ja, genau. Okay, wartet. Wir sind friedlich. Wir stecken... Da, genau. Er war's. So, wir stecken mal den Bogen weg.
Weil wir wollen hier ja niemandem was tun. Außer sammeln. Und sammeln. Und sammeln, natürlich. Da, Lavendel, schön. Nehmen wir mit. Hübsche Blümchen nehmen wir immer mit. Im Zweifel sind die auch später für irgendwas gut, Alchemie oder sonst was. Halt! Und, Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Aber ich bin doch wegen den Drachen hier. Flusswald, bitte den Jarl um Beistand. Flusswald ist auch in Gefahr? Ja. Ihr kommt wohl besser herein. Ja, siehst du, geht doch. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. In die Drachenfeste, machen wir. So, jetzt möchte ich trotzdem sammeln und hier sammeln und da nicht sammeln. Na gut. Ja, dann öffnen Weißlauf. Hey, ich kann Weißlauf aufmachen. Okay. Weißlauf offen. Dann wir wollen wir mal... jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Okay, also eine Schmiedin, die ihre Aufträge nicht erfüllen kann, oder was wird das jetzt hier? Na, gucken wir mal. Da, mehr Blumen. Noch mehr Blumen. Meine Blümchen. Oh, das war was Neues. Violette, was? Ne, Tundra-Baumwolle. Ja. Wie eine Tundra sieht das hier nicht aus, aber okay. Grüß Gott. So. Dann auf dem Hügel, hat er gesagt. Das heißt, wir müssen ja irgendwie nach oben. Ah, meine Ausdauer ist gleich schon wieder alle. Blümelein. Ich pflücke Blümelein. Ich hoffe, die haben auch irgendwas an Wert und die kann man irgendwie benutzen, wirklich, für irgendwas. So. Ich glaube, die waren für Alchemie oder so. Wir werden schauen. Das werden wir sehen. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Jo. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Ja, ich bin gespannt. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Ja, genau. Das ist nämlich eher das Problem. So, Drachenfeste. Dann wollen wir mal. So. Okay. Was soll ich sonst machen? Da ist er. Was gibt's denn? Mein Herr. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrouf empfängt keine Besucher. Ich bin kein Besucher. Ich hab Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Und wer ist das? Gerdo hat mich geschickt. Flusswald ist in Gefahr. Das ist ja beides richtig. Drachenangriff das klingt erklärt, bedrohlicher. Warum die Wachen euch hineingelassen haben. Ja, siehst du? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Das ist nett von ihm. Ihr wart also in Helgen? Ja. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, als mein Kopf auf dem Scheiterhaufen lag hier. Warte mal. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Ja, das wäre zumindest ehrlich. Was haben wir hier noch? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung weg davon flog. Ja, das mit dem abgeschnittenen Kopf müssen wir ihm jetzt nicht gleich erklären, glaube ich. Wir gucken mal. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl von dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Das finde ich eine gute Idee. Schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Ja, mach das. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ja. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Das würde ich auch raten. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Eine Rüstung. Ich hätte da noch etwas für euch.
Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Ja. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja, dann. Auf und davon. Also, zeig mir mal, wo wir lang wollen. So, dann machen wir hier einen gemütlichen Spaziergang. Er ist ja nicht so schnell, der alte Jarl. Machen wir einen kleinen Spaziergang hinterher. Oh, guckt mal, unser Schwänzchen wackelt. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Ja. Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja, natürlich. Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ah ja, nach einer Steintafel suchen, die vielleicht gar nicht dort ist. Ja, toll. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Was habt es mit den Drachen zu tun? Sagt mir einfach, was ich für euch tun soll. Was hat das mit den Drachen zu tun? Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Ja, natürlich. Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Ja, schön. Und was soll ich da tun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Cool. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Hm. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Hm. Ganz einfach. Okay. Könnt ihr mir was über das Ödsturz-Hügelgrab erzählen? Wie werden Waffen und Rüstungen verzaubert? Was habt ihr zu verkaufen? Seid ihr der einzige Zauberer in Weißlauf? Oh, da geht's ja noch mehr. Wo erfahre ich mehr über Magie? Seid ihr Drachen begegnet? Seid ihr dem Kaiservolk verpflichtet? Boah, was sind die Pflichten eines Hofzauberers? Meine gute Güte, das ist ja, ja, also wir fangen mal ganz einfach an. Könnt ihr mir etwas über das Grab erklären? Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Das auch. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Einem erbärmlichen kleinen Dorf. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Ja, hm. Okay, woher wisst ihr, dass sich diese Steintafel im Ödsturz-Hügelgrab befindet? Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ja, nicht klar. Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. Na gut. Erzählt mir mehr über den Drachenkrieg. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Ja, und wurden im Drachenkrieg alle Drachen getötet? Oh nein, natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgrufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Daher auch der Name Drachenfeste. Ah, okay. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ich glaube, wartet mal. Tab zurück, also Dings. Lasst mich überlegen. Wir haben doch noch bestimmt irgendwie, genau, von mir, Bekleidung. Ja, die gefundenen Sachen. Verkaufen. Die sind nicht, ja, ist egal. Verkaufen. Bücher, ich weiß nicht, will ich, glaube ich, erstmal behalten. So. Seid ihr der einzige Zauberer? Ist mir gerade vollkommen egal. Wie erfahre ich mehr über Magie?
Wo erfahre ich mehr? Hahaha. Wo erfahre ich mehr über Magie? Ihr seid ein angehender Schüler? Vielleicht. Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Oh, es gibt eine Akademie, das ist sehr gut. Seid ihr Drachen begegnet? Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Das wäre absolut faszinierend. Ja, und absolut tödlich wahrscheinlich. Okay, was sind die Pflichten? Seid ihr Kaiservolk verpflichtet? Das ist mir gerade ziemlich egal. Ja, dann können wir hier eigentlich, ne? Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Langsam, Leute. Bevor es zu spät ist. Könnt ihr euch mal entscheiden, wer redet? Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Er wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Ah ja. Müssen die mal gleichzeitig quatschen hier in dem Game? Okay. Ist schön gemacht. Ich meine, in echt reden die Leute ja auch eher durcheinander und nicht so schön, so schön sozial hintereinander weg. Das ist, ist schon richtig, aber ist, um dem Spielverlauf zu folgen, ein bisschen schwierig, aber okay. Gut, wir haben eine neue Aufgabe und dann wollen wir mal, los. So. Und Abmarsch. Ich mach mal einen Blick auf die Karte. Nein. Ach. Ich hab einen Zielort versehentlich festgelegt. Kann ich den auch wieder entfernen? Entfernen. Ja, alles klar. Mit rechts kann ich das so drehen. Okay, mit den... Ah, so kann ich mich bewegen. Da ist das Ödsturz-Hügelgrab. Da wäre ja das Kürzeste, wenn wir von Flusswald aus da hingehen, oder? Ja, komm, dann machen wir Schnellreise. Das geht ja. Dann machen wir Schnellreise nach Flusswald und gehen von da aus nach Nordwesten, müsste das gewesen sein. Ich glaube. Ja. Okay, das, ja, genau. Nordwesten, Ödsturz-Hügelgrab. Da ist noch irgendwie eine Mine oder was. Das ist ganz gut soweit. Jetzt will ich aber kurz nochmal haben wir hier einen Laden? Handelskontor, das klingt gut. Das klingt supi. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Hä? Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Ah ja. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Okay. Ja, was hast du denn hier? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, ich bin ja auch reingekommen. Ist was passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Das klingt interessant. Ich könnte euch helfen. Wirklich? Natürlich. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Echt jetzt? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Ach, bei den acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Ja, schön, aber ganz davon ab möchte ich bitte... Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Ja, ist ja gut, Junge. Was habt für ihr zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Oh Mann, also ganz ehrlich, für so einen Handelstypen ist er ein bisschen nervig. Was haben wir denn da? Den Zweihänder, den und ein Einhänder mit 9 Schaden. 5 Bögen, 5 Bögen brauche ich nicht. Bitte 1, 2, 3, 4, so. Dolch brauche ich auch nicht, das kann schon mal weg. Bekleidung, beschlagene Rüstung. Ich habe scheinbar eine bessere an, also weg.
Der Helm habe ich scheinbar auch einen besseren, also auch weg. Schild brauche ich noch. Eine Folterkarte, nee, brauche ich nicht. Die habe ich an. Die können auch weg. Ja. Leichte Rüstung kann auch weg. Stiefel können auch weg. Die habe ich an. Die Stiefel habe ich an. Dann können die Helme auch weg. Und den habe ich scheinbar auch an. Okay. Zaubertränke, Gift. Ein blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Weg, 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 weg. Ausdauer erholt sich auch so. Gesundheit, Heilung behalten wir. Essen. Oh, ein gutes Weinchen. Was macht denn der? Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang 30% langsamer. Okay. Ja, nee. Das ist so ein klassisches, ich fühle mich besser, aber mir geht's nicht besser. Verkaufen. Ist was wert? Verkaufen wir. Brot, 2 Gesundheit. Das lohnt auch nicht. Verkaufen wir auch. Den Käse, 1 Gesundheit. Verkaufen. Die Äpfel, 2 Gesundheit. Nee, das ist höchstens, das brauchen wir höchstens irgendwann mal zum Kochen. Das ist auch so ein Ausdauerzeug. Das verkaufen wir. Demnächst trinken wir da auch mal was von. Die Karotten sind gar nichts wert. Ja, dann sollen sie nicht unnötig Gewicht klauen. Kartoffeln. Na toll, ich habe 16 Kartoffeln. Die sind auch nichts wert. Ja, nee. Das nimmt dann nur unnötig Gewicht weg. Kohl nimmt auch nur unnötig Gewicht weg. Lachsfleisch. Vielleicht kann man das braten und dann bringt es mehr. Das behalte ich mal. Also Fleisch ist eigentlich immer eine gute Sache. Ja, so ein paar Äpfel können wir behalten. Das Met verkaufen wir. Süßkuchen, 5 und nichts wert. Dann behalten wir den auch. Und den Wein verkaufen wir erstmal. Zutaten. Oh ja, oh ja, oh ja. Das sieht aus, als wären das wirklich irgendwelche Zutaten für irgendwas, was wir später brauchen. Die Bergblumen und so weiter. Das wiegt alles nicht so viel. Die möchte ich behalten, die Sachen. Bücher wollte ich auch behalten. Was haben wir hier? Amethyst. Oh, der bringt ordentlich Geld. Den verticken wir mal. Den Bärenpelz verticken wir auch. Den Granatstein auch. Die Holzkohle gehört scheinbar nicht zu Zutaten. Dann verkaufe ich die auch. Und die Wolfspelze auch. So, jetzt haben wir schon fast 1000 Gold. Das lohnt sich doch schon richtig. So, ja, dann auf Wiedersehen. Also gut. Hä? Ja. Genau. Ich gehe dann mal. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Ja, aber dann. Von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Ah, okay, I see. Ja, und die dackelt mir jetzt nach, oder was? Also sie hat gesagt, ich muss über die Brücke. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Wartet mal, ich muss mal gerade. Filze, meins. Ich muss mal ganz kurz Karte gucken. Kann ich hier nicht noch näher ranzoomen oder so? Ja, ich muss also wirklich über die Brücke. Ich muss auf die andere Seite und dann hier irgendwie den Bergsteiger mimen. Ja gut, dann gucken wir mal. Na gut, dann auf und davon. Ab über die Brücke. Nicht zu viel Ausdauer verbraten. Oh, haben wir hier neue Fische dranhängen? Nein. Nein, können wir nichts Neues nehmen. Hat man ja letztes Mal schon geklaut. Dü. So. Jetzt ist die Frage, wo können wir da hoch? Das sieht aus, als wäre da ein Absatz. Also ein Weg oder so. Vielleicht kann man da hoch. Ich eile. Oh, schönes Wetter haben wir. So, dann gucken wir mal. Hier. Das sieht so aus, als könnte man hier hoch. Wow. Wow, 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 wow. Geh weg. Aua. Der hat mich angehauen. Verdammter Mist. Warte mal. Kann ich mich heilen? Habe ich schon irgendwie Magie? Wiederherstellen? Heilung. Okay. Coole Sache. Ich kann mich also echt heilen. Das ist schon mal gut. Und dann hätte ich hier gern den Bogen wieder. Alles klar.
Sehr schön, das ist ja effektiv und die Magie, die Magika, die Dings, die regeneriert sich. Super Sache. Ja, das wollen wir so behalten. Okay. Dann geht's weiter. Hier hoch. Bergsteigen für Fortgeschrittene, ha? Naja gut, es sind Wege, also eigentlich für Anfänger. Ganz schön diesig hier oben, die Beleuchtung, kann das sein? Ja, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Was sind da denn für Typen? Ich bin gerade ein wenig skeptisch. Halt, wer da? Freund oder Feind? Der zieht seine Axt. Schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Wow, 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 wow. Schwert? Nein, Zweihänder macht mehr Wumms. Das war. Wow, Moment, Distanzkampf. Wow, 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 wechseln wieder. Aua! Ah, geh weg! Alter, ich hab doch so schön Kopfschuss gemacht. Okay, langsam, langsam, den Bogen wieder. Wow. Shit. Na, komm schon. Oh, der war schön. Jawohl, der auch. Komm schon, ich bin besser als du. Oh. Ja, so. Oh, schöner Treffer. Schöner Treffer. So, jetzt wollen wir hier erstmal Beute machen. Was haben wir denn? Gold nehmen wir. Rüstung 6,50. Doch, die ist gut was wert. 1,10 auch. 1,10, ja. 12,55. Die ist nicht so viel wert. Die lassen wir mal da. Dann haben wir hier die Pfeile, mit denen sie auf mich geschossen hat. Die nehmen wir natürlich mit. Achso, das ist die Axt. Da ist noch ein Pfeil. Und hier das Pelzschild 4,25. Hat auch einen gewissen Wert, das nehmen wir. Gold nehmen wir sowieso. Boah, Gewicht 30. 30, 125. Nee, so viel wert ist die gar nicht. So viel wert ist die gar nicht, aber schütte schwer. Oh, 560. Der Helm ist gut was wert. Die Stiefel... nicht. Das auch nicht. Nö. So, dann muss ich mal gucken. Das waren die beiden. Waren es mehr als zwei? Ich weiß nicht. Erstmal gerade gucken, wer hier noch ist. Oh, ich sehe gerade, ich regeneriere mich auch so. Ein Jagdbogen? Da gucken wir mal. Hier sehe ich niemanden. Okay, Wein nehmen wir mit. Gold natürlich auch. Die Rüstung ist auch gut was wert. Die Schuhe sind gammelig. Die Pfeile nehmen wir mit. Oh, und ein Kupferdiadem. Das nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir hier Schönes? Geldbeutel, meins, 17 Gold, okay. Jetzt wollte ich mal gerade gucken, wartet mal. Oh, neue Stufe. Wir haben Stufenaufstieg. Fein. So. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Okay, soweit so gut. Entschuldigt, ich muss kurz husten. So, erhöhen. Gesundheit, Ausdauer. Wartet mal, ich glaube Ausdauer, dann konnte man auch die Tragkraft dabei erhöhen. Ich erhöhe erstmal kurz die Ausdauer. Beschwörung, Zerstörung, Wiederherstellung, Veränderung. Schmiedekunst. Vielleicht später. Schwere Rüstungen. Schwere Rüstungen sind wichtig. Steigert
den Rüstungswert. Wir wollen als Krieger, da brauchen wir das. Als Krieger brauchen wir das. So. Achso, mehr Punkte haben wir nicht, ne? Verfügbare Punkte. 0. Ja, okay. So, und ich wollte, wo ich eigentlich hin wollte, Waffen. Ich wollte mal gucken, der Bogen und der Jagdbogen. Der Langbogen, Schaden 7, Gewicht 5. Schaden 8. Ja, neuen Favoriten. Den von den Favoriten entfernen. Den Jagdbogen nehmen wir jetzt.